Hi Leute, willkommen beim Phantasis Studio und willkommen zu einer kurzen Projektvorstellung. Der Sven hat für einen Kunden dieses Infinity-Projekt bemalt. Das sind Modelle von der Fraktion Nomads und soweit ich mich erinnern kann, sind die Modelle alle auf Level 5 Character bemalt. Und anstatt das reguläre Farbschema, das von Corvus Belli bzw. für diese Fraktion so ja, überall gezeigt wird, sind die alle in diesem gelb-dunklen, ja gelb mit schwarz und blauen Leuchteffekten gemischten Farbschema bemalt worden. Das ist für Infinity meines Wissens eine recht große Truppe, also hier hat man auch schon ein bisschen Auswahl. Und was auch ganz schön ist, die Modelle sind alle auf Scenic-Basen. Ich wollte euch mal kurz im Einzelnen so ein paar, ja in meinen Augen, besondere Highlights zeigen. Zum Beispiel der Bursche hier bei Infinity. Natürlich das klassische Problem, wie spricht man die Namen der ganzen Modelle aus? Das ist immer eine gute Frage. Der Bursche hier gefällt mir echt super, super gut. Wurde viel mit der Airbrush gearbeitet, so und keine Metallfarben verwendet. Etwas, was bei Infinity halt absolut wichtig ist. Die Modelle wirken einfach viel, viel besser, wenn man auf Metallfarben verzichtet. Und da kann man aber auch dann mal schön dran üben, ohne Metallfarben entsprechende Effekte zu bemalen. Einige weitere Modelle, die ich euch zeigen wollte, ist zum Beispiel der Bursche hier. In erster Linie, weil mir vor allem die Pose auch ganz gut gefällt. Der steht ziemlich lässig da. Da sieht man auch sehr schön den Farbverlauf, den der Sven hier so an der Rüstung gesprüht hat. Also das ist im Prinzip eine Mischung aus Airbrush als auch Arbeit mit dem Pinsel. Aber im Prinzip, man macht ohnehin bei der Bemalung selten einfach nur alles mit einer Technik. Sondern gerade bei Airbrush ist es so, dass die Verbindung noch mit den Pinselarbeiten im Prinzip das Ganze vervollständigen, das Farbschema. Nur so ist es im Prinzip möglich. Ich möchte euch noch ein bis zwei weitere Modelle zeigen. Der Bursche ist hier auch sehr, sehr cool geworden. Was mir auch gefällt, ist die Abgrenzung mit den eher dunkel gehaltenen Basen. Trotzdem so ein paar Details drauf, auch ein bisschen mit der Airbrush gearbeitet. Ein paar Weathering-Effekte und ähnliches sind dort noch angebracht. Der gefällt mir auch sehr cool. Cooles Gesicht, cooles Farbschema und natürlich, ja, die großen Burschen hier. Da kann man, glaube ich, auch nochmal sehr schön den Farbverlauf sehen, der da gesprüht wurde. Infinity, kann man, glaube ich, nicht sonst. Sonst fällt mir gerade nichts weiter zu den Infinity-Modellen ein, was man sagen kann. Das ist ein Modell komplett aus Zinn. Die Modelle sind alle aus Zinn. Das ist ein ganz schöner Brocken. Infinity machen wir natürlich auch ziemlich viel hier im Studio, immer mal wieder kommen Infinity-Projekte rein, sind schöne Sachen, bieten sich an, dass man da gerade auf einer etwas hochwertigeren Qualitätsstufe was bemalen lässt. Dadurch, dass es auch nicht so viele Modelle sind, würde ich da jetzt, wenn ihr euch an unserer Preisliste orientiert, nicht unbedingt unter Level 5 Character-Qualität gehen. Alles andere ist meiner Ansicht nach fast schon ein bisschen zu schade. Die Dame möchte ich nochmal zeigen, ist einfach recht schön mit dem Schwert und auch das Gesicht ist super, super gut gemalt. Okay, das war, was ich zu diesem Projekt sagen kann und ich würde ich sage gar nichts mehr. Demnach macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.